Hey Kleischer, wie versprochen sind wir heute mit den Schweinemagiern unterwegs und das bedeutet für uns, dass wir genau diese wunderschöne Armee benutzen. Das heißt, möglichst viele von den Dingern, einen guten Heldenpart und dann hoffen wir natürlich, dass wir am Ende auf jeden Fall nach Möglichkeit 3 Sterne und 40 Pokale einholen können. Ich würde sagen, wir probieren es einfach aus und wir gehen rein und hoffen, dass das Ganze klappt. So, damit gehen wir doch mal direkt rein. Bei Death Strike wird wieder weniger geredet. Ich bin ehrlich. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, eher ein Kunststückchen hier, damit dann häufiger 3 Sterne zu holen. Wie machen wir das hier? Klamburg ist da in der Nähe. Können wir fürs Rathaus gehen einfach? Boah, das ist natürlich... ist schon eine Challenge. Wir machen das mal, okay? Das heißt, wir haben hier 2 für Bogiturm. 1, 2, 1. Dann können wir später, glaube ich, einfach die Baracke, die hier benutzen. Wir machen hier 1, 2... Babydrache. So, jetzt Eisgolem. König, Königin. Mauerbrecher geht dahin. Perfekt. Oh, komm schon, das Ding da weg. Bitte, bitte, bitte. Wir müssen gleich die 3 Bogenschützen hier alle auf das Lager packen. Und ich hoffe, dass das dann rausgeht. Das ist zumindest meine Hoffnung. Klamburg haben wir bereits jetzt gelockt. Das ist natürlich absolut essentiell genial. Ihr wisst schon, müssen wir gleich frosten. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass wir genug bekommen. Das ist an sich einfach schon der Plan. Fertig ist es. Dann frosten wir den. Am besten jetzt. Habe ich den Eiskolo mitgetroffen? Ich habe den Eiskolo mitgetroffen. Königin-Fähigkeit einfach, damit das schnellstmöglich weg ist. In der Frostrotation. Haben wir geschafft. Sehr schön. So, kriegen wir noch den Mono. Unsichtbarkeitszauber vielleicht. Aber mit dem Unsichtbarkeitszauber könnten wir den auch bekommen. Mai einfach mal. Oder brauchen wir überhaupt? Ne, brauchen wir gar nicht. Let's go. Sehr, sehr geil. Okay, jetzt die Frage von wo. Links, rechts, oben, unten. Wo gehen wir rein? Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Von rechts, links. Ich weiß es nicht. Wir gehen das so rein. Jetzt der nächste Punkt. Immer schön verteilen die und nicht alle auf einmal. Super, super wichtig. So. Ja, hier hinten raus. Wir haben noch jede Menge Wuts, aber auch normalerweise könnt ihr auch einem Heldenpart immer einen schon spielen, wenn ihr möchtet. Wächterfähigkeit jetzt hier. Ich habe schon an sich schon viel zu viele Hogs benutzt. An sich schon viel zu viele hier. So. So. Dann nochmal die nächsten. Außen wieder ein paar mit dazu. Dann können wir gleich einen Scatter ablenken mit dem Skelettzauber hier. Hier nochmal ein, zwei mit dazu. Dann sollten das doch 3 sein, oder? Komm schon, verdammte Axt! Let's go! Ich sag euch, wenn man es kann, die sind ein bisschen schwerer natürlich als die Lavalunas. Man muss ja einfach nur alles so reinkloppen. Aber ich sage, wenn man es kann, sind die besser als die Lavaluntruppen. Wenn man es kann, sind die besser als die Lavaluntruppen. Das ist so absolut illegal, wie das durchgeht. Man muss halt viel, viel mehr machen natürlich, ne? Man muss halt viel mehr machen. Zauber, technisch und pipapo. Aber Leute, das ist absolut kriminell. Wie krass die durchgehen. Und es gibt viel weniger Counterplay, weil was machst du? Sprungfallen funktionieren nicht, weil die Dinger Fernkampf sind. Gleichzeitig, keine Ahnung, schwarze Minen oder ähnliches bringt nichts, Luftfeger bringt nichts. Also bei Lavadun gibt es nur sehr schwer, aber eher Counterplay. Bei denen hier heißt es einfach nur, ja, hoffen wir einfach, dass wir davon nicht angegriffen werden. Zweite Runde, let's go. Rathaus, das ist jetzt hier ganz, ganz weit außen. Die Frage ist allerdings, ob das hier uns genug bringt, wenn wir das rausbekommen. Ich würde sagen, hier können wir sogar einen Flinger spielen. Das müsste doch eigentlich klappen, wenn ich... Also ich gehe mal stark davon aus, dass hier einfach nichts mehr ist dagegen. Aber wir setzen ihn trotzdem mal zuerst. Ein Sneaky Goblin, der würde irgendwas auslösen. Ich glaube auch im unsichtbaren Zustand, aber ich war trotzdem lieber einfach sicher. Wenn ich nicht zu 110% sicher bin. Okay, und jetzt einfach hier dann fürs Rathaus. Klammer muss natürlich auch rauskommen, aber passt dann schon. Hier unten Babydrachen mit dazu und 2 davon. Hier natürlich hier gleich mit dem Giftzauber rein. Mauerbrecher mit dazu. Und auch gleich die Fähigkeit. Wir nutzen einfach einen Frostzauber hier mal, um zu schauen, dass wir ein bisschen mehr rausbekommen bei dem Ganzen. Nutze ich auch einen Wutzauber? Ich glaube, wir brauchen das hinten raus, um ehrlich zu sein. Gegen den Rest des Dorfes, weil hier wirklich noch einiges steht. Königin kurz gezündet für das Rathaus dann. Der Flinger ist bisher absolut Gold wert, muss man mit dazu sagen. Und dann geht es gleich hier ab durch. Unsichtbarkeitszauber. Kann man auch sehr, sehr gut bei den Schweinen benutzen. Von daher glaube ich hier erstmal nicht. So, bisher sieht das Ganze schon mal nicht schlecht aus. Das heißt ja Überlegung, was machen wir jetzt?
Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier weiter durch. Skelett aber davor. Und dann einfach ab durch das Ganze hier durch und hoffen aufs Beste, oder? Hört sich doch gut an. Also hier, auf geht's. Wie gesagt, schön breit. So, Magier mit dazu. Heilzauber hier mit dabei. Und dann steht gleich die Wutzauber halt eben. Sobald es hier Richtung Schaden geht. Rechter hat alles abgedeckt. Von oben kommen wir mit der nächsten Welle dazu. Heilzauber. So, ist der Wutzauber von uns hier. Unsichtbarkeitszauber für die Leitonen, dass sie ein bisschen länger überlebt. Das sieht doch gut aus, oder? Nicht bescheuert. Wir haben so ein paar Sachen hinten raus benutzt, aber ansonsten. Ich sag mal, Leute, das ist so dumm. Es ist so dumm. Es ist absolut crazy. Ich kann es euch nur empfehlen. Das ist absolut verrückt. Es ist crazy. Alter, und es macht so viel Laune, weil wirklich. Man muss halt ein bisschen mehr machen als bei Lavaloon, muss man wieder dazu sagen. Man muss ein bisschen mit mehr machen als bei Lavaloon. Aber es ist schon echt eine coole Strategie, muss ich einfach mal sagen. Ringbase mit zwei Wuttürmen. Okay, das ist interessant. Das sieht man sonst normalerweise nicht so häufig. Aber ich würde sagen, wir machen den gleichen Ansatz wie bei dem Lalo, richtig? Und mit Zeppelin fürs Rathaus dieses Mal. Ich glaube, das könnte hier ganz gut kommen. Wir können hier einen Babydrachen sogar noch mit dazu setzen. Der nimmt ja nicht den Bogitum und Co. raus. Das heißt, so. Dann 1, 2, 1, 2. Setzen wir den König hier gleich mit dazu. Eisgolem, Mauerbrecher. Königin, soweit so gut. Ist ja sehr gut. Ein Headhunter gleich für die gegnerische Königin. Am besten jetzt. Vom Timing sollte das, glaube ich, passen. Nehmen wir hier zwei Headhunter, dass einfach die Königin schneller reingeht in das Ganze. So, und soweit sieht das Ganze nicht schlecht aus. Klamo kommt raus. Wir haben wieder einen Elektro-Titanen mit dabei. Springen hier schön rein. Wunderbar. Wutum wurde ausgelöst. Das ist gut für uns gleich. Sehr, sehr gut für uns. Der Eiskolem Frost ist ja mein Money. So, durch die Fähigkeit sollten wir gleich noch einiges rausbekommen. Das ist bisher sehr, sehr gut aus für uns. Frostzauber könnte ein bisschen nervig werden, aber ansonsten. Okay, entspanne er sich, Streukatapult. Entspanne dich. So. Okay. Oh, ich hätte die Königin unsichtbar machen sollen. Das war auf jeden Fall mein Fehler. Ich hätte die unsichtbar machen sollen. Denken wir ab. So, dann natürlich den Zeppelin direkt mit dazu. Wir frosten auch mal den Luftfeger hier. Rechte Fähigkeit, dass wir halt eben zum Zentrum kommen. Das heißt, wir können die Heizung ein bisschen verzögern. Durch den Adelfall sollten wir schnell wieder ins Rathaus reinkommen. Frost sauber. Das ist auf jeden Fall nochmal gefährlich hinten raus. Streuke, da wird mal gefahren. Oh. Ich glaube, das könnte unser erster Fail werden, gegebenenfalls hier. Und gegebenenfalls meine ich relativ sicher. Weil wir haben. Vom Weg her haben wir überhaupt gar nicht das gut gemacht. Das haben wir gar nicht gut gemacht, leider, leider. Da mitten noch ein paar Schweine raus. Wir können noch einiges 100%. Müssen nur schauen, wo. Hier 1, 2, da 1, 2. Hier 1, 2. Dann können wir hinten raus wieder noch Prozente holen. Aber das war ansonsten nicht stark von mir. Das war nicht stark von mir. Das war auf jeden Fall nicht so gut. Zeppelin früher aufmachen. Dann funktioniert das schon mal. Zeppelin früher aufmachen. Dann, was müssen wir noch machen? Ich glaube, das war's an sich, oder? Da der Ton hätten wir weiter von links setzen sollen, dass die nicht nach oben läuft. Das hätte auf jeden Fall nochmal helfen können. Währenddessen können wir hier noch ganz kurz. Magier, Mauerbrecher. Dann können wir eigentlich die Sneaky Goblins auch reinschicken. Hier mit dem können wir noch tanken mit dem. Aber warte, die komplette linke Seite ist halt. Oh, ich bin so lost. Ich dachte, das wäre alles hier. Da wären nämlich Magier am Arbeiten, aber sind es ja gar nicht. Gut, das ist auf jeden Fall kein guter Angriff dann gewesen. Das war auch von den Prozenten nicht so hoch. Wir hätten noch einiges links holen können. Da habe ich aber nicht aufgepasst mit dem Cleanup, da hätte ich noch Magier und so weiter setzen können. Aber ich meine, so viel steht auch nicht mehr. Aber da hätten wir auf jeden Fall das ein bisschen besser machen können. Zeppelin fürs Rathaus fand ich an sich nicht schlecht. Wir hätten versuchen können, hier gegebenenfalls den Yeti-Part. Das Streukatapult früher zu blimpen. Die Luftwege haben wir nach innen gezeigt. Wir hätten das blimpen können, denke ich. Beziehungsweise mit dem Bohrer. Ich glaube, das könnten wir beim nächsten Mal hier ausprobieren. Der Zeppelin fürs Rathaus hat nicht so viel gebracht, wie ich gedacht hätte. Von daher, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber hey, wir lernen. Wir lernen auch mit der Strategie. Und wir werden auch ein paar Mal noch failen. Und auch ihr werdet, falls ihr mit der Strategie anfangen möchtet, am Anfang auf jeden Fall vielleicht nicht ganz so viel Erfolg haben mit dem Lavaloon. Aber ich glaube, langfristig kann die Strategie auf jeden Fall besser sein als Lavaloon. Aber
Das heißt für uns, weiter lernen, ab in den nächsten Angriff. So, jetzt hier die super-duper Anti-Lava-Loon-Base. Zumindest ist das für viele die. Was machen wir hier am besten? Wie können wir das am besten hier hinbekommen? Klamauk würde ich natürlich auch hier ganz gerne rausbekommen. Reicht der gleiche Entry, wie wir den sonst machen? Oder gibt es irgendwo einen guten Flingerspot? Habe ich irgendeinen guten Flingerspot übersehen? Ich glaube, wir können hier links vielleicht den Flinger benutzen. Ja, lass mal so. Das heißt, hier mal kurz den. So. Dann. Okay, soweit so gut, soweit so gut. König. Mauerbrecher. Vielleicht ein Miner hier gegebenenfalls hinspielen, glaube ich. Der Miner. Ich glaube, der Miner war am Ende ein bisschen spät, leider. Aber egal, passt. Weiter Mauerbruch, dann bekommen wir an. Oh, der Mauerbrecher. Da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich absolut nicht aufgepasst. Das ist ärgerlich. Aber die Klamauk haben wir draußen. Alles gut. Klamauk ist draußen. Sehr gut und wichtig für uns. Den Giftzauber hätte ich auch nicht nutzen müssen hier, ne? Wegen Pro-ED-Fähigkeit. So, der Flinger ist bisher guter Dinge hier. Machen wir jetzt allerdings jetzt Giftzauber. Können wir den noch auslösen? Das wäre natürlich jetzt hier cool. Versuch mal. Ah, ein Schweinchen geht nach da unten. Ich versuche gerade den noch auszulösen. Können wir den irgendwie auslösen mit Ballons vielleicht? Ja, ein Ballon geht auch schon wieder nach außen. Die gehen ja sonst wohin. Nervig, nervig. Warte, hier vielleicht den, damit die Truppen wirklich nach innen reingehen. Meine Yetis halt eben gleich. Die sollen halt auf jeden Fall hier gleich reinlaufen, damit sie für meine Schweine tanken. Das ist auf jeden Fall der Hintergedanke dabei. Hätte dann dafür die gegnerische Königin vielleicht bei den Yeti mit dazu. Und jetzt geht's ab hier. Let's fetz. Bin gespannt, bin gespannt. So, Heilzauber. Ja, 6 noch hinten raus. Let's Zauber. Prost. Rechter Fähigkeit jetzt. Ich glaube, wir haben einfach jedenfalls zu wenig bekommen mit so einem Helden am Anfang. Aber hey, mal schauen. So, Frostzauber hier. Unsichtbarkeitszauber hier. Boah, der Unsichtbarkeitszauber Money. Der Unsichtbarkeitszauber absolut Money. Eterna für die gegnerische Königin. Leben noch Schweine? Oh nein. Es leben keine Schweine mehr hinten raus. No. Das ist ärgerlich. Wir haben noch 2 Barsch. Da wo kriegen wir die besten Oh, hier unten sind auf jeden Fall noch einiges. Setzen wir einfach hier mit uns dazu. Ärgerlich. Ärgerlich auf jeden Fall. Ich überlege gerade, was hätten wir besser machen können. Der Heldenpart hätte auf jeden Fall besser klappen können. Das heißt sozusagen, der zweite Mauerbruch hätte hier reingemusst, dass meine Königin reinläuft und der erste Giftzauber auf jeden Fall ausgelöst wird. Und damit hätten wir vielleicht einen X-Bogen oder sowas noch mitbekommen. Es hätte auf jeden Fall schon mal einiges ausreichen können. Der Flinger war nicht perfekt getankt. Das war auch schon mal nicht optimal. Der hätte noch mehr holen können auf jeden Fall. Das wären so die ersten Sachen auf jeden Fall. Und was wir auf jeden Fall gegebenenfalls machen müssen gegen so eine Base, dann wirklich versuchen mal das Rad auszublimpen. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber gut. Wie gesagt, wir sind am Lernen. 2 Angriffe getrippelt, 2 Angriffe gefailed. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wie der ganze Tag gelaufen ist. Denn jetzt kommen erstmal noch die englischen Angriffe und wir sehen uns in einer Sekunde. Damit sind alle Angriffe getätigt. Wir haben auf jeden Fall nochmal richtig gut abgerissen bei den anderen Angriffen. Nochmal richtig gut geholt hier. 3-mal getrippelt, 1-mal hohe Prozent, 2 Sterne. Ich denke, ja, die beiden Ansätze vorhin waren einfach nicht gut. Da hätten wir auf jeden Fall besser mit unseren Belagungsmaschinen arbeiten sollen. Am Ende letzte war ein Side-Fail leider. Also, wir haben auf jeden Fall gut dazugelernt. Bereits am ersten Tag schaue ich die Angriffe sehr, sehr gerne auf dem englischen Kanal an, wenn ihr möchtet. Aber wo sind wir jetzt global? Platz Nummer 4 zurzeit. Wir haben noch viele Verteidigungen, von daher werden wir auf jeden Fall wieder abrutschen. Aber Platz 1 weiterhin in Deutschland, das ist auf jeden Fall schon mal etwas. Ansonsten, ja, ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Lasst mich gerne wissen, vor allem, ob ihr weiter eher Schweinereiter oder eher, also die Schweinemagier Hogwarts, oder ob ihr eher die Lavaloon-Strategie weitersehen wollt auf YouTube. Würde mich auf jeden Fall hart interessieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns ansonsten morgen wieder. Haut rein wie immer und natürlich tschüss.